Jo, moin Leute, neues Tutorial und ja, moin, will ich euch zeigen, wie ihr so ein Hintergrundbild erstellen könnt. Ihr könnt natürlich auch andere Muster und Farben nehmen, zum Beispiel so oder anders, je nachdem, wie ihr das haben wollt. Dazu öffnen wir als erstes unser Photoshop, gehen auf Datei, neu, wählen unsere Maße, klicken auf OK, entsperren die Ebene mit einem Doppelklick. Klick auf OK. Danach wählen wir uns unsere Farbe aus. Ich nehme jetzt mal grün, malen die ganze Hintergrundebene mal grün aus. So. Es dauert ein bisschen, Photoshop muss arbeiten. Mein Computer ist nicht der allerbeste, zumal Camtasia eine Menge Leistung braucht. Ja. Danach erstellen wir uns eine neue Ebene. Nehmen und gehen auf unser Verlaufswerkzeug und wählen hier einen Radialverlauf und einen Verlauf von transparent zu schwarz. Danach gehen wir ungefähr in die Mitte und ziehen diesen Verlauf einfach irgendwie so. Dann lassen wir los und dann sieht das so aus. Nicht irgendwie schön, deswegen stellen wir die Deckkraft noch ein bisschen runter. So auf 70% bei mir. Ihr müsst natürlich selber gucken, wie es bei euch am besten aussieht. Jetzt erstellt er wieder eine neue Ebene, wählt die Vordergrundfarbe weiß und geht auf euer eigenes Formwerkzeug. Wählt hier eine Form aus. Wenn ihr die ganzen Formen nicht habt, klickt ihr einmal auf diesen kleinen Pfeil und dann auf alle. Und dann habt ihr das. Habt ihr auch alle, weil die sind bei Photoshop standardmäßig mit dabei. Jetzt nehme ich mal das Flugzeug hier. Dabei achten wir. Dass wir hier das dritte ausgewählt haben, damit er das gleich farbig macht. Dann ziehen wir unser Flugzeug hier, lassen die Maustaste los. Mit unserem Verschieben-Werkzeug können wir unser Flugzeug jetzt noch frei herumschieben. Jetzt erstellen wir uns eine neue Ebene, nehmen uns unser Textwerkzeug und können jetzt hier noch Text einfügen, zum Beispiel Various Movies. Wählen auch eine andere Farbe. So. Wir können auch eine andere Schriftart auswählen. Je nachdem, welche wir haben wollen. Ja. Die sieht ganz cool aus, allerdings habe ich das V klein gemacht. Ups. Fehler gemacht. Großes V. So. Die Schriftgröße können wir auch noch anpassen. Ich mache mal 100. Ja, gut. Klicken wir auf OK. So, schieben das auch noch ein bisschen rum. Und ja, jetzt gehen wir auf unsere Flugzeugebene, machen einen Doppelklick drauf, dann kommen wir in den Ebenenstil. Dann können wir noch auf Kontur gehen, wählen uns hier ein dunkelgrün in meinem Fall, drehen die Kontur ein bisschen hoch, klicken auf OK. Und das gleiche machen wir mal mit unseren Various Movies. Wieder auf Kontur. Die Farbe vielleicht die gleiche. So. Nur die Größe ein bisschen kleiner. So. Dann klicken wir wieder auf OK. Und ja, jetzt können wir noch uns ein dunkleres Grün aussuchen. Und mit unserem Pinsel auf die Hintergrundebene so ein paar dunkelgrüne Punkte machen. Wofür das ist, zeige ich euch jetzt. Dazu geht ihr einfach mal auf Filter, Weichzeichnungsfilter, Bewegungsunschärfe und stellt hier einen Winkel ein. Ich nehme jetzt den gleichen Winkel wie das Flugzeug ungefähr. Eine Größe könnt ihr euch aussuchen, welche ihr haben wollt. Ich nehme jetzt mal diese hier. Und ja, wenn uns das so gefällt, klicken wir auf OK und auch schon fertig. Das können wir jetzt speichern, indem wir auf Datei speichern unterklicken, hier einen Namen geben, Wallpaper zum Beispiel, so ein paar Zahlen dahinter, JPEG und speichern. Hier noch unsere Qualität aussuchen und so. Dann auf OK klicken. Und
das Bild als Hintergrundbild benutzen. So, das ist wirklich nicht schwer, aber schon irgendwie ein cooler Effekt, also ein cooles Bild, kann man wohl gut als Hintergrundbild benutzen. Ja, wenn es euch gefallen hat, bitte abonnieren, kommentieren und bewerten. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.